Seid gegrüßt, ich heiße euch willkommen recht herzlich in meinem Ian Fleming Kosmos. Und dieses Video, obgleich aufgenommen werdend am 8. Oktober, wird veröffentlicht erst am 14. Oktober an Roger Moores Geburtstag. Dann nämlich ist es soweit. Er wird 95 Jahre alt oder würde, besser gesagt. An dem Datum geschah auch noch einiges andere. Ein Beispiel, 2005 ist an dem Tag Craig als Bond vorgestellt worden. Und zu diesem Anlass greifen wir greifen wir das Bonusmaterial von Der Hauch des Todes auf, was nämlich die tolle VHS-Dokumentation Happy Anniversary 007 beinhaltet. Übrigens, ja, hier der Hugh Hefner kam auch zu Wort in dieser Fleming-Doku. Und dieses Happy Anniversary 007 von Roger Moore, moderiert, ist von 1987, wurde damals mit Nils Klausnitzer, Hartmut Neugebauer und so weiter auch ins Deutsche gebracht, ist allerdings dann wirklich vor 35 Jahren nur auf VHS erhältlich gewesen. Das heißt, heutzutage ein gesuchtes Sammlerstück. Und hier findet man nur leicht gekürzt auf der Blu-ray von Der Hauch des Todes diese Dokumentation von Roger Moore mit englischem Ton, was aber nicht weiter störend ist, denn die englische Stimme von Roger Moore ist großartig. So, ich ziehe mir mal meine Fleecejacke aus, damit ich sie auch in sportlicher Kleidung moderiere. Wunderbar. Also das hier ist noch die Ian Fleming Dokumentation, das muss ich dazu sagen. Aber sogleich, wo ist denn die Fernbedienung vom Blu-ray Player? Moment. Können wir gleich die richtige Dokumentation einstellen? Ah, Timothy Dalton. Martini, shaken, not stirred. Bond, James Bond. Das ist der wahre 007. Ian Fleming. Also, willkommen im Ferrari 348. Naja, nicht ganz, aber im 348. Video. Es wird, wie gesagt, erst an... Ah, das passt mir gerade nicht. Nee, ich mache jetzt weiter meine Aufnahme. Ich kann jetzt nicht an die Klingel gehen. Moment. So, ich bin zurück. Nee, ich konnte jetzt nicht groß an die Klingel gehen, weil... Ich bin hier gerade im Flow, bin genau in dem Moment, in dem ich hier mein Video für euch aufzeichne. Das ist dann... Geht das nicht? So. Un momento. So, wo ist jetzt das mit dem Happy Anniversary? Ja, das ist es. Roger Moore ist hier pretty much in character, also wirklich, er spielt das, als sei er Bond in dem Moment. Ist 87, sieht da sogar besser aus als 85 in dem Angesicht des Todes. Okay, Freunde. Bestellt er auch gleich den 62er Drink. Set à la banque. Neuf à la banque. I need another thousand.
admire your courage, Miss Trench. Sylvia Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, I Mr. admire your luck, Mr. Bond. James Bond. James Bond. In an age where idols are breakable, James Bond is indestructible, and our memories of him unforgettable. Das ist meine Lieblingsdokumentation über Bond. Medium dry martini, lemon peel, shaken, not stirred. Roger Moore fährt hier sogar einen Ferrari in dieser Dokumentation. Ferrari, ich glaube, ein Mondiale. My name is Bond. James Bond. James Bond. I know who you are. What you are? What you are and why you come. Ja, und das haben sie komplett ins Deutsche lokalisiert und synchronisiert, damals für den Videomarkt in der Warner Home-Reihe. Das ist unser Freund George Lazenby, Lewis Maxwell, Roger Moore. Moneypenny, a feast for my eyes. I must be dreaming. My name is Pussy Galore. Das muss ein Traum sein. I must be dreaming. Barbara Bach. You're not trying to take advantage of me, are you? Thought never crossed my mind. The Pharaoh. Der legendäre Beißer Richard Kiel, Richard Kiel. Und hier die goldene Jill Masterson. Beziehungsweise in gewisser Weise Margaret Nolan. Im erweiterten Sinne, meine ich. Das ist aber nicht die Frau, die Jill gespielt hat. Das ist die Sophie in der D2-Folge Die Jagd nach Lomax. Quatsch, einfach nur der große Lomax gespielt hat. Yes, I know, a superior vintage, but over the 62 anyway. You see, tonight our evenings have a wine that is precisely 25 years old. Rather important one. Because we are celebrating an anniversary. A rather important one. Thank you. Ich liebe diese Moderation von Roger. Sophisticated. 1962. That was a year a chap called Bond, James Bond, first appeared in the cinemas. I'd like you to join me tonight in recalling his rather extraordinary life and times. Die ganze Stunde werden wir natürlich nicht drauf kriegen. To 007. To 25 years of adventure. Aber ich will euch so lange unterhalten wie irgend möglich. Wirklich ein nettes Collectible, diese deutsche VHS von 87. Gut, das hier ist jetzt englischsprachiges DVD-Bonusmaterial. Er ist gut, even by my standards. And there are very few people who haven't heard of Bond. British Secret Service 007, License to Kill. He's good. Even by my standards. So, und hier kommt direkt aus dem Bahnhofe arriviert, angekommen, der Roger. It's not a bad life, the secret agents. First class travel to the most delightful places. Plenty of variety in the work, no time clock to punch. M, always very generous with the expense. But come. And one does meet such interesting people.
Ich trage ja auch sehr gerne Sakkos und elegante Mäntel, aber Krawatte trage ich persönlich nie. Das trüge ich nicht. Kann die nicht mal richtig binden. Gives you a chance to get your thoughts together. Ein sehr unsanfter Zeitgenosse. Rather crowded and noisy in there. Mr. Bond, it's good to see you again. Rail travel is not what it used to be. One can't get through life without meeting a few disagreeable people, I suppose. But the ones 007's likely to meet on a train or in the street, usually rather straightforward chaps. Kill or be killed. Übrigens, vor allen Dingen, das ist auch herrlich, diese Dokumentation ist zwischendurch richtig strange und so obskur. Also zum Beispiel so Funeral-mäßig hat er da die ganzen Fotos von den ehemaligen Bond-Girls zu präsentieren, die da so in so einem einsamen, dunklen, komischen Raum sind. Ihr werdet dann sehen, was ich meine mit diesen ganzen Fotos von den Bond-Girls. Er sitzt da einsam auf so einem Sessel am Kamin und sinniert dann da über diese Ladies. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. You only live twice, Mr. Bond. Sie leben auch nur zweimal. Und der wird auch herrlich synchronisiert von unserem Freund Heinz Petro, Hugo Drax. Sterben Sie wohl, meine Lieben. I'm sure Mr. Bond is eager to start his tour. Miss Dufour will escort you to Dr. Goodhead, who will show you round. Ich suche Dr. Goodhead. Eine Frau demnach. Ihre Beobachtungsgabe spricht für Sie, Mr. Bond. Der hat übrigens die Stimme von Victoria Brahms, die spricht auch Stefania Sandrelli in Desideria zum Beispiel. Look after Mr. Bond. Wenn mich nicht alles falsch dünkt. See that some harm comes to him. Sieh zu, dass ihm irgendwas passiert. You persist in trying to provoke me, Mr. Bond. I could have had you killed in the swamp. And why didn't you? I thought you less stupid. Jetzt kommt das Zerbröseln. When a man gets in my way. Wie bei Oddjob und später auch bei Gobinda. Vielen Dank. Unsere Wege haben sich zweimal gekreuzt, Mr. Bond. Lassen wir es dabei bewenden. Das erinnert mich dran, Goldfinger ist jetzt als nächstes bei mir dran. Bin gestern doch nicht mehr wirklich dazu gekommen. Also privat gucken, jetzt nicht wieder für ein Video. Unsuccessfully. Oh, jump! Fabelhaft, aber was wird der Clubmanager dazu sagen? Remarkable. Gar nichts, Mr. Bond. Der Club gehört mir. Oh, nothing, Mr. Bond. I own the club. Ah, und das ist mein Freund, ja, Louis Jourdain, der wird sehr schön synchronisiert in Octopussy von Erik Schumann, den ich sehr schätze, nicht nur für seine Synchronarbeit, sondern auch er als Typ. Player's privilege and use your lucky dice. It's all in the rest. It's all in the rest. Dieser Erik Schumann, der sprach zum Beispiel den Bruder von der Beth in Schritte aus dem Schatten bei Columbo. Er sprach zum Beispiel den Tony Curtis in Manche mögen's heiß. Er sprach den Hund bei Al Bundy. Er sprach zum Beispiel auch, tatsächlich auch mal Roger Moore in einem Film. Get it cashed for him. Yes, sir. Geben Sie das Geld lieber schnell aus, Mr. Bond. Das gedenke ich zu tun, Kamal Khan. Die Stimme von Roger Moore ist die beste von allen. Doesn't do to trust the luck when dealing with that crowd. You need the best possible imaginable weaponry. Or the best possible unimaginable weaponry. Aber er sieht hier zwei Jahre später besser aus als 85 in Im Angesicht des Todes. Sieht ein bisschen weird aus in Im Angesicht des Todes. Aber jetzt mit 60 ist wieder da. All take proper care of them. And that's ridiculous. They're all so simple to use, that's the beauty of them.
excuse me. Q? Q, could you step in here for a moment, please? Now, pay attention, please. I want you to take great care of this equipment. The side and the rear windows. Es gibt sogar so einen geilen Tennisspielclip aus den 90ern, da spielt Desmond, also Darsteller von Q, mit um die 80 an so einem PlayStation 1 Controller. Bei einem Bond-Spiel, das nie erschienen ist, so ein Nachfolger von Der Morgen stirbt nie, die Story weitergeführt hätte. Schleuder sitzt, das ist wohl ein Scherz. Also Daniel, zeig's deinen Kindern, lass sie leben und fühlen und spüren, was es heißt, Bond direkt auf dich wirken zu lassen, weil die Kinder werden begeistert sein, würde Jürgen Thormann jetzt sagen in Diamonds Are Forever. Grüße auch abermals an den Sohn von Markus. Wer es nicht weiß, Markus ist mit der größte Bond-Fan in unserem Clan. Hat gar Ahnung von den Romanen sogar. Gut. Have that ready for Army Day. Yes, sir. Das ist wirklich eine schöne Dokumentation. Ich freue mich auf den Part in der Schneeregion, falls wir den noch draufkriegen hier im Video. Und wie gesagt, auf die Ferrari-Fahrt. This is now being issued as standard equipment. Strap it on your wrist. It's all on the wrist. Erinnere ich mich gleich an die Zoe, wie sie sich angeblich das Wrist verstaucht hat in der einen Folge, wo sie Disc Golf spielen. In Zoe 101. Musste das sein, 007. Ich habe immer auch sofort die Synchronfassung im Ohr. Ich habe die Sprachen voll im Gehör. Nobody does it better. Ich mache mal kurz den Ton weg, weil sonst wieder Urheberrechtsbeschwerde wegen dem direkten Song. Bei dem Score ist nicht so schlimm, aber beim direkten Song geht immer noch. Mal kurz Ton weg. Makes me feel sad for the rest. Immer noch. Baby, you're the best. Wenn ich selber singe, dann wird's nicht gesperrt. Ha, das Krokodil. Ja, immer noch, komm, hör doch mal auf zu trällern. Eieiei. Ah, die ist aus die 2. Die ist aus die 2. Eine der drei Carla Wilkes. Immer noch. Nee, also tut mir jetzt leid für die Fans des Songs, aber mit diesen ganzen Urheberrechtsbeschwerden und so. Ich habe keinen Bock, dass dieses schöne Video mit so vielen schönen Bildern dann wegen irgendeiner Tonspur aus dem Verkehr gezogen wird. Immer noch. Aber genau den Schuss haben wir drauf gekriegt, als ich wieder auf Ton gemacht habe. Ja, Moonraker war am übertriebensten. Ich liebe es. Allein schon die Bildsprache. Jetzt, weil man das ohne Ton sieht. Och, wie süß sind die Täubchen, fliegen davon. Friedenstauben. Lotus Esprit. Good morning, Major Boothroyd. Morning, Major. Look what Q's brought for us. Isn't it nice? Ist doch hübsch, nicht? Right. Now pay attention, 007. I want you to take great care of this equipment. Ah, das habe ich ja vorhin schon gesagt. A rather special accessories. Q, have I ever let you know? Frequently. Turbo Vierzylinder. Ah, wunderbarer Disco Score aus For Your Eyes Only, Bill Conti. This in common. They lived beyond our means, beyond our wildest dreams, for that matter. Escapismus. They also share this belief that money can and should buy unhappiness. I love escapism. Escapism is my destiny. Highest technology. Ja, das sind die Sets von Ken Adam. Nobody does it better than Ken Adam. To combat such sophisticated power, you need more than weapons or brute strength. Nobody does it to you like Ken Adam. I can tell you, das ist der Mann fürs Production Design. Human poisoning from native plants. Good work, Temple. Oh,
This is a first edition. I'm afraid it's the best we can do, sir. Any chance of finding the 74 printing? There's a footnote in Appendix B I'm particularly keen on. I'll have a look, Caesar. Thank you, Turnbull. Danke, sir. The secret life of a secret agent. Exciting, isn't it? Well, if power is knowledge, then it stands to reason that the powerful must be exceedingly knowledgeable. Won't do for 007 just to keep up with his enemies. He must be ahead of them. And it doesn't do him any harm around the Home Office either. You have to be the best. Ah, there you are, 007. Minister, Chief of Staff. Are you aware of that? Er merkt sich alles. ATAC, sir. Automatic targeting attack communicator. Uses an ultra-low frequency coded transmitter to order our submarines to launch ballistic missiles. Und vor allen Dingen gleich die Stelle mit Sean Connery in Diamantenfieber, das mit dem Wein. There is no year for Sherry 007. Dann kommt er mit dem Original Vintage. Very rare orchid indeed. Yes, it was thought to be extinct. Until a missionary brought one back from the upper reaches of the Amazoco. Actually, he brought it back from the area of the river Tipperary. Well, that is. Good morning, General. Jetzt kommt's! Ah. Das ist so geil, die Szene. Übrigens mit dem Fulton aus Die Zwei. Lawrence Naismith oder sowas. Das ist sehr befriedigt. Pity about your liver, sir. Don't usually find Solero. 51, I believe. There is no year for Sherry 007. Jetzt die Erklärung. I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir. Er schafft das Unmögliche. 1851. Don't mistake it. Precisely. Do you know what this is? Fabergé egg, sir. One of the jewel eggs made by Carl Fabergé as an Easter gift for the Russian royal family. They're priceless. And very rare. And very rare. This one contains a model of the Imperial State Coach. Top marks, 007. Do you like Japanese sake, Mr. Bond? Or would you prefer vodka martini? Oh, no. I like sake. Especially when it's served at the correct temperature. 98.4 degrees Fahrenheit, like this is. For a European, you are exceptionally cultivated. Tell me, Commander, how far does your expertise extend into the field of diamonds? Well, hardest substance found in nature, they cut glass, suggest marriage, I suppose they've replaced a dog as a girl's best friend, and that's about it. Refreshing to hear there's one subject you're not an expert on. Diamonds. You think you can dig me something up on diamonds, grading and distribution? Could we just wait a moment, sir? Next time I'll do. So, kommt jetzt das mit dem Schnee oder das mit dem Ferrari? Sometimes there's simply no substitution for a field trip. Jetzt sind wir wieder im 74er. Like a doctor, priest with a penitent. Of course. Yet you make guns for thingless hoodlums. Sie zeigen in dieser Doku übrigens auch die Such Good Sport Stelle aus Moonraker. Exactly. Sie haben recht. So ein hübscher Sport. Wie Sie schon sagten, so ein hübscher Sport. In Moonraker. Und das hier wiederum, jetzt gerade, was auf dem Bildschirm ist, ist The Man with the Golden Gun. Ah, Marie. Spuck's aus, ich verstehe kein Wort. James Bond. Is there something I can do for you? Yes, a matter of fact there is. Wie er in den Bikini umdreht. There's something I'd like you to get off your chest. Where is Ernst Stavro Blofeld? Speak up, darling, I can't hear you. Wo ist Fekesh? Ein hoffnungsloser Fall. Where's Fekesh? Where's Fekesh? Pyramids! Des letzten Endes ein gewisser Max Calver
Wieso letzten Endes? From Russia with love. Is it here? What? A decoding machine, Lecter. Must we talk about it now? Or is it at the Russian consulate? San Sophia Mosque, like we were tourists. Why don't you ask me that later? Daniela Bianchi, die hat mir auch im Englischen synchronisiert, gefällt mir sogar die deutsche Variante besser. No play would have made James a very dull boy indeed. Genau, da sitzt er einsam in diesem komischen Funeral-Raum mit den ganzen Bildern. Oh, poor in memories, that is. Da sitzt der 60-jährige Roger Moore in diesem Bond-Girl-Raum mit düsterer Atmosphäre. Fortunately, unpleasant memories fade. But the lovely ones. Das ist so eine seltsame Dokumentation, ich liebe es. More brightly with each passing year. It's a pity some of those sweet encounters were so brief. Octopussy. An extraordinary life deserves an extraordinary death, sagt er später auch. I wondered when you might arrive. In a way, it's a compliment if they want to kill you. And you are James Bond, 007 licensed to kill. Maud Adams ist eine sehr elegante Frau. Sehr apart. Sind Sie nicht im falschen Zimmer, Mr. Bond? Oh, soweit ich das von hier... You're not from where I'm standing. Sincerely, would you mind giving me something to put on? Sie wird übrigens zauberhaft synchronisiert von Margot Leonhardt. Ich liebe diese Stimme, unter anderem auf Mylène de Mongeau. Rotes Haar braucht sanfte Beleuchtung. Ein hübsches kleines Nichts, das sie da beinahe anhaben. Could be. I tend to notice little things like that, whether a girl is a blonde or a brunette. And which do you prefer? Oh, providing the collars and cuffs match. We'll talk about that later. Let me have your glass. Das ist übrigens Jill St. John. Die ist mit Robert Wagner, dem Mr. L. Mundy, zusammen. Ah, und da macht er in seinem düsteren Funeral-Bond-Girl-Raum das Feuer frisch. Bambi und Klopfer. Mami, hier bleibe ich, sagt er in der deutschen Fassung. Die deutsche Fassung ist wie die zwei. Das ist wie die zwei. Good morning, Bambi. Da wundert es einen fast, dass Rainer Brandt und unser Freund Karl-Heinz Brunnemann nicht ihre Finger im Spiel hatten bei dieser Synchro. Das verwundert schon irgendwie. Also es sind schon zwei wilde Pantherkatzen. Also die Ladies hier, jetzt nicht die Leute vom Synchron. Who are you working for? Empire Chemicals, you know that. Wollte als Kind immer Kapitän werden. Ja, und das ist die, in Anführungsstrichen, Domina Karin Dorr. Die ja auch recht interessant aussieht. Und eine astronomisch hohe Gage damals tatsächlich bekommen hat. Hochgepokert und gut reüssiert. Darling, du wirst bei mir bestens bedient. You think we better, huh? Nur ein bisschen anders. Kommt da mit der Peking-Ente. Darling, I give you very best duck. Jetzt kommt ja die Bettgeschichte nach hinten los. Richtig zu den schönsten Hoffnungen. Ah genau, hier stimmt er Pussy Galore um in ihrer sexuellen Orientierungsrichtung. In echt geht das natürlich nicht so leicht. Wenn eine wirklich auf Frauen abfährt, dann kann man da nichts machen. Das ist einfach Fakt, aber es lohnt sich trotzdem immer, es zu versuchen.
Tja, da wird sie high im Heu. Certainly. Geht schon über eine halbe Stunde, ich freue mich. Müsste jeden Moment leider abbrechen, mangels Speicher, aber also in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal bei euch. Aber mal gucken, wie weit es noch geht. Ich sage euch, muah, ein Kuss geht an euch raus, für immer. Weil nur dieser eine Moment zählt. Und jetzt genießet ohne meine Stimme den Rest, den ihr noch seht.